Moin, ihr kleinen Schweinchen! Guckt mal, ich hab eine kleine Aufnahmepause gemacht. Ja, und jetzt hassen uns unsere Beobachter. Also nicht unsere, sondern die gegnerischen. Ich dachte mir, Mensch, heute nimmt's aber eine ganze Menge auf. Und dann habe ich doch nicht genommen. Aber das machen wir jetzt. Und irgendwie läuft das Spiel gerade flüssiger als sonst. Ist das was lootet oder ist da irgendwas kaputt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir wollten ja nur eine ganze Menge spielen. Du Schande. Sie erwacht zum Leben. Wir haben es geschafft. Hey, dieser Tümpel ist weg. Da unten war die ganze Zeit irgendwas verborgen. Die ganze Stadt erwacht wieder zum Leben. So wie es sein sollte. Na, kommt nicht, dass Jarl jetzt irgendwie durchdreht. Ein Turm ist online, einer fehlt noch. Ach stimmt, das war jetzt schon ein Turm. Das ging jetzt irgendwie viel zu schnell, oder? Boop. Datenmuster Testbericht 93. Dieser. Ja, gleich. Der Ort wäre für die Angare ein Geschenk, wenn wir die Kette eliminieren könnten. Wir könnten so viel von ihm lernen. Das kriegen wir schon hin, Jarl. Versprochen. Genau, wir schaffen das. Dafür sind wir da. Mann, mein Objektenlimit ist halt voll. Das ist halt ein bisschen kacke, ne? Und das war's jetzt, ja? Ich bin einfach hin, hab ein Parkett abgeschlachtet und fertig. Mehr war da nicht. Also, das hat 20 Minuten gedauert mit Anfangssequenz, ne? War ja eine Folge. Aber dolle viel war das nicht. Och nee, Alter. Nee, schon wieder so Spacko. Bums. Und nicht weg. Komm, leck mir doch am Sack. Dankeschön. Geh mal bitte sterben. All die Lichter an. Mein Bester. Kannst du sich vorstellen, wie es war, als alles funktionierte? Na, als aber natürlich. Hier waren? Und wie stellen Sie sich einen Schöpfer vor? Groß, leuchtend, vielleicht aber auch klein, dick und leuchtend. Dachte ich immer, sie würden irgendwie ihren Schöpfungen ähneln. Jetzt, wo wir wissen, dass sie uns erschaffen haben, frage ich mich. Hey, Jarl. Also, falls Sie reden möchten über das, was Sie rausgefunden haben, ich bin hier. Sagen Sie das, weil ich neuerdings als Reliktkuriosität durchgehe? Was? Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Erwischt. Sie sollten Ihr Gesicht sehen. Jarl! Den Teil kannten wir schon, aber er kannst du trotzdem labern lassen, ne? Vielleicht hat er den in der letzten Folge das nicht mitbekommen. Dachte sich, Mensch, wäre doch ein Schick, wenn ich das mal höre. Hier unten geht's weiter. Die Truppen des Archons sind schon seit Jahren hier und verstehen die Relikttechnologie noch nicht mal ansatzweise. Ha, und er ist deshalb bestimmt rasend vor Wut. So, jetzt lass mal gucken, wir sind jetzt hier hochgegangen, ja? Sie müssen hier hinten lang, um den da hochzugehen. Dieser Ort ist ja riesig. Hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Deine Mutter ist riesig. Ah, kann ich nicht aufnehmen. Na geil, jetzt werden nicht mal mehr die Behälter erzählt. Aber ist nicht schlimm. Damit kommen wir schon klar. So, wir machen uns jetzt erstmal ein Brückchen. Ist ganz wichtig, denn ohne Brückchen kommen wir nicht weitchen. Okay, jetzt müssen wir nur noch einen weiteren Turm aktivieren. Wie kommen wir da hin? Alle, guck mal kurz auf die Karte. Okay, definitiv müssen wir da lang, ne? Wo wir hier noch nicht lang fahren, aber ich denke, da können wir später nochmal hin. Und falls nicht, dann soll es so sein, wenn das die Götter wollten. Okay. Das sind ganz schön viele Verteidigungsscheißdinger? Mhm, den gibt's auch gerade. Oh, verdammt viele, du. Gut, Maß an Geisterenergie. Oh nee, Scheiße, ungeil. Scheiße. Weg mit dir, weg mit dir. Das ist unser Kleiner hier. Ach krass, hier sind dicke, fettige Chips. Boah, kriegt man mal nicht mit, wa? Ja, mal passieren. B-Mod. Gibt auch einen C-Mod. Krass, hat der sich gerade Energie wieder gegeben, ja? Der Arsch. Lass sie bitte schön sterben. Komm, eher noch. So. Was ist denn da gerade geknüppelt? Ein Pilger, okay. Weg mit dir. Trotzdem ist noch einer. Ein Erwählter. Nicht lange. Lebe Scheiße. Ist ernst schlicht. Leute, was ist mit mir los? Selbst früher. Früher, da war noch alles besser, ne? Da hat man neue Treffer mit geschossen hat. Ach du Schande. Gehen wir lieber nicht zu nah ran. Darf ich denn hier scannen? Äußerst eigenartige Energiewerte. Pathfinder. Wie es scheint, wurde die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern gespeist.
Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten Cluster. Ja, Pathfinder. Soll das heißen, die Reliktschöpfe haben die Geißel verursacht? Oder sie wurden angegriffen. Oder? Also, ist jetzt kein Oder, weil es komplett nichts damit zu tun hat? Die Werte, die ich empfange, ergeben überhaupt keinen Sinn. Okay, jetzt kann ich reden, das ist aber nett von ihm. Oder? Also, ich bleibe jetzt stehen, dass die nicht wieder weiterreden. Oder? Vielleicht setzen wir jetzt die Geißel in Kraft, wenn wir hier alle wieder mit Energie versorgen. Wie wäre damit? Schon mal darüber nachgedacht? Nicht, dass wir das Ding jetzt anschalten, dann macht die Geißel. Und dann sind wir am Arsch. Das wäre nicht so schick. Echt jetzt? Ja, so macht die Geißel. Vertraut mir. Geste. Alter, was ist denn hier los? Meine Fresse. Ich werde mal wen anders töten. Wie wird mit ihm hier? Ah, hier. Der hat sowieso keine Freunde. Diese kippt schon leer um vor. Gut. Au, 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 au. Geh doch mal kaputt, Mensch. Ich hab nicht so viel Energie. Betroffen, verdammte Hacke. Assembler, komm raus. Seh dich. Was ist da? Weg ist er. Was immer das auch ist, wir dürfen diesen Reliktschleim nicht berühren. Pass mal auf, dass ich dein Reliktschleim nicht gleich berühre. Ja, das war eine sexuelle Anspielung. Lecker, Reliktschleim. Entschuldigung. Okay, und Interfacing. Oh, Interfacing. Zweite Tür. Dann müssen wir jetzt irgendwo wieder eine Brücke haben. Oder, ja, jetzt kommt wieder so ein dicker, fetter Kampfraum. Hey, lass mal hier runter gehen, da kommen bestimmt keine Gegner. Sehen Sie sich nur die ganze Relikt-Tech an. Ich fühle mich, als hätte ich Geburtstag. Hast du nicht. Ich registriere geringe Energiewerte, Pathfinder. Ein Scan könnte uns... Ich sehe die Leitung. Es gibt so eine Art Muster. Würdest du das als Art Muster bezeichnen? Oh. Warum kann ich sie denn nicht scannen? Das ist ja voll doof. Das geht natürlich, ne? Die Dinger, die hier verdroht sind und leuchten? Mm-mm. Ach, wozu? Ach, jetzt, ja. Warte, falsch hier redet der her. Dann lass mal gucken. Och, nee, du. Och, nee, du. Okay, hier fängt's an, ja. Dann machen wir den mal aus. Okay, funktioniert schon mal nicht. Läuft bei uns. Aber gerade jetzt nicht bis nach hinten hin, oder? Und er sagt mir, ich muss hier hin. Hopp. Warte, haben wir da nicht Schützen? Nee, noch nicht. So, das wird nicht funktionieren, richtig? Wow, ich glaube, das Ding ist Schrott. Können wir damit überhaupt noch was anfangen? Weiß ich nicht. Fragen Sie doch Sam. Die Schäden an einigen Teilen des Systems verhindern eine Aktivierung. Können wir die beschädigten Bereiche umgehen? Das wäre möglich, Pathfinder. Ich verstärke die Trace-Signale. Die Trace-Signale? Auch dieses Ding ist so eine Art Glyphe. Sie passt zu dem Muster auf der Hauptkonsole, Pathfinder. Warum muss ich die jetzt auch in einer bestimmten Reihenfolge drücken? Ups. Sie haben Reliktverteidigungssysteme aktiviert, Pathfinder. Das war's nicht. Ich muss dafür sorgen, dass das Muster stimmt. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass es hier ist, hier ist, hier ist, hier ist. Also, fangen wir mit dem an. Leuchte bitte grün. Nein! Feindliche Einheiten werden. Ich damit. Komplett zerkloppt. Eins muss innerhalb, es klappt ja. Vielleicht könnten wir die Energie an den ganzen Schäden. Na sag mal! Kann ja nicht sein. Einheiten werden. Bam! Bam! Bei der Umleitung der Energie ist was schiefgelaufen. Okay, dann ist das D. Das scheint zu funktionieren. Ja, sehr schick. Guck mal, und von dem jetzt nach da. Das ist ja easy. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier hin. Und ihn dann da hin. Bitte leuchten nicht rot. Ja. Sehr schön. Okay, doch, hat geklappt. Wuhu, wir sind gut. So, jetzt der hier. Ja, drück mal da drauf, ne? Sehr schön. So, musstet. Ja, das ist echt sehr schön. Kannst du vielleicht nochmal sagen, bitte? Wird ja echt sehr schön. Ich glaube, das war's. Die Hauptkonsole sollte jetzt funktionieren, Pathfinder. Alter, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Machen wir einfach an. Oh, oh. Provisorische Reparaturen sind abgeschlossen.
Mal sehen, ob es funktioniert hat. Übersetze. Flugkontrollsysteme online. Willkommen, Administrator. Unsere Reparaturen waren offenbar erfolgreich. Die Systeminstandsetzung hat irgendetwas in der Nähe reaktiviert. Ja, aber was? Nichts Gutes, oder? Nein, Jäger war da so ein Shit. Übersetze. Erkundungsschiffe in Bereitschaft. Das sind die ersten betriebsfähigen Reliktschiffe, die wir sehen. Sie sagt, sie empfängt keine Befehle des Meridian-Antriebs. Hm. Meridian-Antrieb. Sam, weißt du was? Die werden uns Ärger machen. Wir hätten sie abschießen können. Wir haben Sniper-Werder, du Arsch. Wiederherstellung der Energie hat auch die Relikte geweckt. Nein. Muss das sein? Ryder, ich habe einen Energiestoß auf den Stand entdeckt. Der Sektor, in dem sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Karneval, na klar. Musik und Spaß gibt's zwar nicht, aber dafür wird man beschossen. Was ist los? Sind sie alle... Ich kann jetzt nicht reden. Ich auch nicht. Tut mir leid. Ist echt die Beste, aber ihr könnt nicht reden. Boah. Komm, Brecher zerknackeln. So, weg mit dir. Assembler würde ich auch ganz gerne, aber ich weiß gar nicht, wer es ist. Ah, ein Tiger. Ungeil. Ziemlich ungeil. Okay, ich bin weg. Oh nein, ich falle noch da drin. Alter, läuft ja super bei mir. Super. Komm, hier, die Sterne. Granaten natürlich nicht. Ja, wer braucht denn Granaten? Ja, komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Cool, läuft doch. Oh nee, jetzt sind wir so noch zwingen, die sich decken, oder was? Ihr seid ja scheiße. Tötet sie mal bitte. Oh nein, oh nein, oh nein. Puff, puff. Sicherheitssystem ist aus. Wir sind hier fertig. Vermutlich warten die Ketter draußen auf uns. Also bleiben Sie wachsam. Alles klar. Bin aufs Maul geflogen. Achso, gibt's hier vielleicht irgendwas mit Munition? Nee, natürlich nicht. Nicht in Reichweite. Also, kommen wir jetzt in die Kommandozentrale? Okay. Zwei Türme laufen. Wir müssten jetzt in den Hauptkontrollraum von Meridian gelangen. Mhm. Das ist fantastisch. Ich bin wirklich froh, dass ich das miterleben darf. Ja, deswegen habe ich dich auch mitgenommen. Weil du halt ein Dude bist, der hier nicht hört. Irgendwie. Ich hoffe, da kommt dann nur noch irgendeine Erklärung, so wie... Oh ja, vor 80 Millionen Jahren, da sind wir jetzt hierher gekommen und da dachten wir uns, Mensch, machen wir mal blaue Menschen. Aber bis jetzt kam ja nichts, weil die Dinger reden ja nicht. Los, wir müssen springen. Okay. Oh, müssen wir nochmal springen? Müssen wir nochmal springen? Ich meine, ist schon... Alter, ist schon ziemlich geil, ne? Also, ist schon ziemlich geil. Aber... das jetzt viel bringt, weiß ich nicht. Hier sind keine Viecher. Dann voraus. Dann... Hey, ihr Cat! Oh, oh nein. Wir werden nicht zulassen, dass sie die Früchte unserer Arbeit ernten. Mh, Früchte. Wir sind eine Kolossin. Wo will denn der Koloss hin, meine Damen und Herren? Wo will denn der Koloss hin? Achso, der Koloss hier hat auch noch dazu, oder was? Verkackten, oder was? Aber und hier gleich aufs Maul fliegt, ne? Bam! Hirn weg! Hirn weg! Hirn weg! Easy! Hier ist neue Muni. Sehr schön. Wieder Granaten. Ja, den habe ich befürchtet. Die Relikte habt ihr vergessen, was? Arschgeigen. Oh. Oh. Einfach Druckmittel, ne? Einfach Druck.
Irgendjemand wird sich schon drum kümmern. Diese Cutter. Voll super. Ist der jetzt kaputt, ne? Wollte gerade sagen, das ist nicht unserer. Assembler. Ja, du bist auch aufwendig, du Scheißviech. Den nehmen wir auch noch auseinander. Alter, ein verkackter Tilger, ne? Alter, das war knapp. Puff. Aua. Der ist weg. Und... Nein, den hab ich verkackt. Gesterben! Haben wir uns beide zu Tode hier gebildet. Nur, dass ich nicht tot bin. Ey, Typ. Schießt ihn einfach in die Lenke. Hilft anscheinend. Oh. Also, nur nee, was will der mir aufbauen? Die erinnern mich irgendwie an die komischen Flugschiffe aus Star Wars. Episode 1 zum Hauptteil. Die so komisch laufen konnten, aber gleichzeitig auch böse Spinnen waren. Also Spinnen und Schiffe. Ja, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ein bisschen traurig, oder? Aber die meine ich, auf jeden Fall. Jetzt decken die sich schon wieder gegenseitig. Jetzt ist das zum Knöte. Geh weg. Dankeschön. Ja, der nächste. Wir töten! Aber wollte man nicht. Wir töten. Bums, der ist weg. Der ist weg. Müsste man. Oh, ein Assembler und ein Tilger müssen noch sein, ne? Oh, ist da mein Nick. Kumpel. Puh, das war eine Menge. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Habe ich jetzt zu denen gesagt. Nicht zu euch. Die Folge ist noch nicht vorbei, ne? Oh ja, ein Gravitationsschacht. Aber erst muss ich nach oben. Was denken Sie, werden wir hier finden? Klopapier. Keine Ahnung, aber das sieht wie ein Gravitationsschacht aus. Nein. Das habe ich schon von Weitem gesehen. Und du sagst mir jetzt, ey, das ist ein Gravitationsschacht. Pathfinder, ich mache große Fortschritte beim Aufbau einer brauchbaren Datenbank der Reliktsprache. Wir haben bisher noch keinen Ort entdeckt, an dem sie derart häufig vorkommt wie hier. Hätte ich noch mehr finden können? Wahrscheinlich nicht, wa? Oder wahrscheinlich schon, und ich bin einfach bloß zu kacke. Meridians Kommandozentrale betreten. Ja, sehr schön. Da möchte ich hin, mein Junge. Ey, Pock. Pock ist am Storch. Ja, sieht aus wie überall anders, ne? So. Abwechslung hatten die Jungs nicht. Da dachten sie sich, hey Mensch, könnte ja mal irgendwie was passieren, was anders aussieht. Vielleicht streichen wir die ganze mal grün. Aber, oh nein, wisst ihr, woran mich das jetzt schon wieder erinnert? Ans Ende von Mass Effect 3. Gehst du in den Strahl, machst du den Strahl kaputt oder wirst du selber zum Strahl? Mal gucken. Ich meine, kann noch nicht das Finale sein, weil zum Finale müssen wir ja sowieso den Archon wegklatschen. Der gerade Richtung Nexus unterwegs ist. Oh. Kann ich den scannen? Komm ich hier wieder weg? Oh ja. Comic. Okay, wir haben hier eine lange Leitung. Wer zuletzt lacht, hat den Witz nicht verstanden, sagt man. Was ist das für ein Gebäude? Das haben wir aus dem All schon gesehen. Ich würde sagen, das ist die Gemächer des fürstlichen Königreiches. Frankreich. Oh, oder wir schießen gleich irgendwas Dicket damit ab. Wir schießen was ab, komm. Videosequenz heißt ja eigentlich schon mal eine Shooted, ne? Jetzt der Computer, der mit uns redet? Übersetze. Verbindungsabbruch. Meridian-Antrieb fehlt. Puh, hat den der geklaut, Albert? Sam, ist was beschädigt? Können wir die Systeme wieder instand setzen? Tut mir leid, Pathfinder. Die Systeme sind intakt, suchen aber nach einer Komponente, die anscheinend nicht vorhanden ist. Was soll das heißen, sie ist nicht vorhanden? Moment, Pathfinder. Ich habe etwas entdeckt. Tavadona Vera. Ansoloran Asa Voltav Ganye. Bera Iras. Übersetze. Letztes Administrator-Log. Die Waffe des Feindes könnte enorme Schäden anrichten. All unsere Waffen und Schiffe werden uns und mein Ziel nicht schützen können. Essen Davafelos, Bera Iras Ongan Tabetlov, Hanela Jadan.
Wir trennen Meridian vom Befehlskern und lassen ihn hier, um den Beschuss auf sich zu lenken. Meridian enthält das ganze Werk der Jordan, nichts anderes zählt. Ich schicke es fort. Wir können eines Tages zurückkehren und die Erneuerung fortsetzen. Ende des Logs. Dann ist das nicht Meridian. Ha, der Archon lag falsch. Das ist witzig. Nein, es ist schrecklich. Aber witzig, dass dieser Arsch keine Ahnung hatte. Wir können es doch zurückholen, oder? Sie werden den Turm und alles darin zerstören. Denke ich eigentlich nicht, ne? Der Archon hat gesagt, ey, macht mir das Ding nicht kaputt. Das hier läuft so beschissen wie alles andere auch. Meridian ist fort und wir sitzen in einem Kettaufmarsch fest. Kann nicht einfach mal was glatt gehen? Hallo? Konzentration! Wir kämpfen. Die Kett kriegen uns nicht. Nicht heute! Pathfinder, die Reliktstadt besitzt Verteidigungsanlagen und dies ist ihre Kommandozentrale. Verteidigungsanlagen? Natürlich! Wir setzen sie ein! Oh ja, Mann! Sam, jetzt! Kriegen wir jetzt ein Kettmutterschiff kaputt? Ich meine, die fehlen auf jeden Fall. Nein, krach nicht in die Stimme. Seid so blöde. Wie können wir verhindern, dass wir kaputt gemacht werden? Lass doch einfach ein dickes Schiff in die Station jagen. Ja, na super. Der Archon will diesen. Vernichtet den Rest. Schwert des Archons und die Kettruppen eliminieren. Das ist eins von denen, die sich tarnen können. An mir kommt keiner vorbei, mit oder ohne Tarnung. Ich hoffe, ich schieße ihn jetzt einfach fett in die Höhe. So, das ist jetzt mein Primärziel. Habe die Anführerin aus den Augen verloren. Ja, nee. Ich habe übrigens erst aus den Augen verloren, als du das gesagt hattest. Wo hatte ich sie noch? Voll geil, dass ich alle mit dem Kopfschuss killen kann. Voll easy. Ich wusste sofort, als ich sie sah, dass diese Kette Ärger bedeuten. Aber was ist mit Meridian? Darüber können wir später reden. Jetzt geht's erstmal um die Cat. Ach, um die Cat geht's. Na, das hätten wir ja gleich sagen können. Hab dich! Nee, eigentlich nicht. Du hast nie geschossen, Ryder. Oh, hi. Oh, Alter, echt. Und jetzt aufs Maul, komm. Puff. Nicht getroffen, oder? Gut gewesen. Puff. So, da ist die Sau. Wahrscheinlich noch ein paar Mal in die Fresse knödeln. Eben nicht! Oh, sei doch nicht so dumm! Hat der Archon jetzt etwa alle seine Handlanger auf uns gehetzt? Kann das noch schlimmer werden? Nur die Dicken. Koloss! 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 Ja, der ist schon halb tot, Mensch. Ich bin da dabei. Heul nicht rum. Oh, da hab ich auch voll verdient. Und weg da. Nächsten bitte! Folge schon wieder viel zu lang war. Und vergessen Sie den Rest der Cat nicht. Ah. Bin wieder da. Naja, und jetzt schießt der natürlich auf mich. Oh, wo ist der denn? Okay, muss weg. Wirklich so, dass ich nicht sofort sterbe? Habe die Anführerin aus den Augen verloren. Ja, sehr schön. Das war das, was wir wollten. Oh, jetzt hör auf mich zu töten. Komm schon, wo bist du? Naja, kann ich mal ein bisschen, sammeln, regenerieren und so. So, Biotic-Kombo, fick dich. Jetzt kann die Alte ja nicht wiederkommen. Nee, hab's immer noch nicht. Hey, da bist du. Alter, Lampe.
Ja, man darf so ruhig Schlampe nennen, da steht sie drauf. Todd! Tempest an Bodenteam, alles okay bei Ihnen? Ja, uns geht's gut. Wir haben alles aus dem Orbit mit angesehen. Es war unglaublich. Die gesamte Stadt ist erwacht. Die Scans haben völlig verrückte Daten geliefert. Und die Cat ziehen sich zurück. Was auch immer sie gemacht haben, Ryder, es hat funktioniert. Ich hab den ihr fettes Schiff verballert. Sie haben den Arschtritt bekommen, den sie brauchten. Mit freundlichen Grüßen von uns allen. Da sie die Verteidigungssysteme der Relikte kontrollieren, vermute ich, dass die Cat nicht versuchen werden, die Stadt zurückzuerobern. Gibt es irgendetwas Neues zu Meridian? Konnten Sie es schon aktivieren? Das hier ist nicht Meridian. Oder zumindest nicht alles. Es ist schwer zu erklären. Wir bringen Sie später auf den neuesten Stand. Meridian ist also weg. Aber sollte dieses Ding nicht wissen, wo es hin ist? Der Kontakt mit der Geißel hat Meridian von seinem Kurs abgebracht. Es würde Jahre dauern, seine aktuelle Position zu ermitteln. Wisst ihr was? Und hier mache ich jetzt einfach die Pause, weil sonst wird die Folge noch länger und dann haben wir nachher 35 Minuten. Das will sich doch keiner angucken so lange. Das sind 20 Minuten Häppchen viel besser. Darum Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.